Ja, vor kurzem habe ich noch berichtet, ihr erinnert euch sicherlich von dem Fall, wo der Rentenversicherungsträger nicht so wirklich leisten will. Oder wir müssen heute sagen, wollte. Denn natürlich neben der Tatsache, dass der Haftpflichtversicherer gebeten wurde, die Kosten für die Teilhabe am Arbeitsleben zu übernehmen, hatten natürlich der Betroffene und ich ergänzend noch etwas gemacht. Wir hatten nämlich eine Dienstaufsichtsbeschwerde gestellt. Und so eine Dienstaufsichtsbeschwerde führt manchmal dazu, dass Führungskräfte Dinge mitbekommen. Jetzt rennt hier der Tom vorbei und dass Führungskräfte Dinge mitbekommen, die einfach nicht laufen. Und schwuppdiwupp, letzte Woche wurde die Dienstaufsichtsbeschwerde gestellt. Heute ist Montag und eine Mitarbeiterin der DAV meldet sich und sagt, ja, das wäre jetzt alles entschieden worden. Man möchte sich jetzt um die Teilhabe am Arbeitsleben sofort kümmern und man wird ein Gespräch mit dem Betroffenen führen. Und es wäre kein Problem, naja, welche Gnade, wenn ich damit beteiligt werden würde an diesem Gespräch. Ja, ich habe dann die Mitarbeiterin einfach mal darauf hingewiesen, was schon alles gemacht worden ist, dass es schon Pläne gibt und dass schon eine ganze Menge Vorarbeit mit dem Arbeitgeber geleistet wurde und dass es ein bisschen schwierig ist, wenn man vielleicht das jetzt am Arbeitgeber möglicherweise vorbei plant, denn die Dame sprach von, da müssen erstmal Assessment-Maßnahmen durchgeführt werden. Heiliges Blättle, man kann es auch ganz schwer haben und schwer machen, aber gut, so ist es. Der Betroffene wurde natürlich von mir darüber informiert. Angeblich konnte die DAV-Mitarbeiterin ihn nicht erreichen. Ich hatte nur einen Versuch und der Mann war sofort dran. Also schon alles wieder merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Der Betroffene und ich haben vereinbart, dass wir jetzt unser Ding weiter durchziehen. So, das war's von mir erstmal. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und habt viel Spaß und bleibt vor allem gesund. Bis dann. Tschüss.